Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal der Kathi Weber Herzenssache. Ich selber bin Kathi Weber und wünsche dir jetzt viele Impulse mit dieser Podcast-Folge des Elternpodcast Nummer 1 Familie verstehen. Also du machst eine Ansage oder du möchtest, dass etwas läuft und dann läuft es so nicht. Das kann ja schon auch echt richtig triggern, ne? Hallo und herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der 5 beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Und heute begrüße ich wieder Mama Marie bei mir im Podcast. Ihr erinnert euch, Marie ist 32 Jahre jung. Ihre Kinder Frieda und Fritz sind 3 Jahre bzw. 6 Monate alt und sie bringt heute das Thema mit H wie Hören, was dein Kind braucht, um auf dich hören zu können. Bevor es losgeht, bekommst du hier noch die aktuellsten und heißesten News der Herzenssache. Erstens, melde dich jetzt für mein Webinar. Wer nicht hören will, braucht Einfühlung an und du erfährst für 0 Euro, was Gehorchen und Gehorsam mit bedürfnisorientierter Elternschaft zu tun hat und warum es wichtig für die Entwicklung deines Kindes ist. Zweitens, für unglaubliche 0 Euro bekommst du in meinem E-Book »Wie dein Kind das macht, was du sagst« hilfreiche Impulse für mehr Kooperation in deinem Familienalltag. Und drittens, wenn du den Kickstart für deine Elternschaft in Kooperation und Leichtigkeit willst, dann hol dir mein 5-tägiges Online-Programm aus Nein, mach Ja, was tun, wenn mein Kind Nein sagt, zum absoluten Knüllerpreis von 47 statt 127 Euro. Die Termine und Links für all meine aktuellen Angebote findest du in den Shownotes oder du checkst einfach meine Webpage kw-herzenssache.de. Ich freue mich auf dich. Du willst mich in meiner Wirksamkeit unterstützen oder dich für meine kostenfreien Impulse hier im Podcast bedanken, dann schenk mir auf iTunes oder der Podcast-Plattform deines Vertrauens eine Rezension und empfehle Familie verstehen weiter, damit wir auch in Zukunft Elternpodcast Nummer 1 bleiben. In den Shownotes und auf meiner Webpage kannst du dir außerdem ganz fix einen Flyer für meinen Podcast runterladen und verteilen, zum Beispiel in Kitas, Schulen oder in deinem Kiez. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Vielen Dank. Und jetzt geht's los mit meinem Mama-Talk mit Mama Marie zum Thema H wie Hören, was dein Kind braucht, um auf dich hören zu können. Los geht's! Marie, da sind wir wieder. Hallöchen! Wie ist die Lage so bei euch? Ich freue mich. Ja, also ich würde mal sagen, seit dem letzten Jahr mal besser, ne? Die Gefühlsausbrüche nenne ich sie ja. Ne? Die erste Autonomiephase wird besser durchstanden und es wird weniger. Tatsächlich, also weniger Gefühlsausbrüche, weniger Wutausbrüche. Das freut mich sehr. Also wir haben sehr, trotzdem noch ohne Ende? Ja, natürlich. Also das wäre auch wirklich komisch, wenn so gar nichts mehr da wäre. Das kann ich dir auch sagen. Das wäre irgendwie auch komisch. Nicht alle Kinder haben gleich viele Gefühlsausbrüche. Ne? Und jetzt haben wir heute das Thema, mein Kind hört einfach nicht auf mich. Also wir bleiben in der Autonomiephase, denn da kommt das auch oft vor, denn Frieda möchte ja autonom unterwegs sein und selber entscheiden. Und dann machst du wahrscheinlich manchmal ein paar Ansagen und sie sagt so, nö, mache ich eben nicht oder mache ich eben doch. Und da bin ich mal gespannt. Also auch hier am Anfang die Frage, hast du eine Idee, wie oft das am Tag vorkommt, dass sie nicht das macht, was du sagst? Puh. Sie denkt, sie rechnet. Ja, genau. Also ich würde sagen, dass es gar nicht so oft ist wie dieses Nein. Ne? Sie sind vielleicht, ja, sagen wir mal, 3-4 Situationen nur am Tag höchstens. Also es ist schon viel, aber also nicht viel, hört sich nicht viel an, ist aber trotzdem viel, weil es ja denn nicht nach einer Sekunde gegessen ist, die ganze Situation. Ja, ne? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, es ist anders, weil deine Position irgendwie dann auch nochmal eine andere ist. Also du machst eine Ansage oder du möchtest, dass etwas läuft und dann läuft es so nicht. Das kann ja schon auch echt richtig triggern, ne? Ja. Ja, ja, das hat das so einige Male mal bei mir gemacht bis jetzt. Sag mal ein Beispiel. Wo hat Frieda nicht das gemacht, was du wolltest? Sie hat nicht gehorcht. So, ich überleg mal. Ja, da fällt mir was ein. Ja. Ich habe letztens Riegel gebacken. Also ich mache immer so selbstgemachte Riegel mit so zuckerfreier Schokolade. Ach, also Marie, ganz kurz an dieser Stelle, wenn du mal welche übrig hast, einfach in mein Bild gucken. Die sind heiß begehrt. Genau. Sie sind, ja, vielleicht schicke ich dir mal was rum. Ich würde mich sehr freuen. Oder ich komme mal vorbei. Oder so. Nein.
Da wollte ich die fertig machen und dazu muss ich die Schokolade einschmelzen. Mhm. Und ich hatte sie vorne schon hingelegt auf den Tresen bei uns. Und dann hat Frieda die Schokolade geschnappt. Und ich dachte so, nein. Die brauchst du für die Riegel. Ich also ne? zurück. Ja. Genau, die sind ja für die Riegel. Das brauchte ich ja. Um die Riegel, die sie ja auch selber essen kann, fertig zu machen. Also bin ich hin und habe sie ihr aus der Hand gerissen. Und dann kam Kathi in meinen Kopf, weil ich ja deinen Podcast auch höre. Nee, wir reißen nichts aus der Hand. Aus Spielplatzsituation hatte ich dieses. Oh, Marie. Ich so, also habe ich die Schokolade genommen und sie ihr wieder zurück in die Hand genommen und gesagt, gegeben und habe gesagt, ah, das war jetzt doof, dass Mama dir das aus der Hand genommen hat. War vielleicht auch nicht die klügste Variante, aber. Naja. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, das war doof. Und dann hat sie natürlich geweint. Und dann hatte sie sich schon ein Stück abgebrochen zum Essen und ich so, Mäuschen, ich brauche die Schokolade jetzt aber zurück, weil ich möchte damit die Riegel machen. Bist du bereit, mir die Schokolade zu geben? Ich dachte so, okay, ich fange mal voll try my very an. Best. Und, genau, und dann sagte sie, nee, also nein. Und ich so, okay, ich überlege weiter, dann... Mäuschen, die Schokolade ist echt lecker, oder? Ja. Und ich dachte so, wow, ich habe mein erstes Jahr. Ja, Halleluja. Ich übe ja. Und sie so, ich so, naja, und du würdest sie jetzt wirklich gern komplett aufessen, oder? Ja. Ja. Und ich so, okay, zweites Jahr. Wie gehe ich denn jetzt weiter vor? Und dann habe ich gesagt, okay, die Hälfte der Schokolade ist ja schon abgebrochen. Was hältst du davon, wenn wir die in eine Schüssel, die ich ja zum Einschmelzen will, willst du die vielleicht da reinwerfen? Dazu muss ich sagen, normalerweise werfen wir nur mit Bällen. Mhm. Das ist so unsere Vorgabe. Wir werfen nur mit Bällen und Luftballons und so. Und sie so, ja. Und hat dann die Schokoladentafel reingeworfen, die Hälfte. Mhm. Und sie dann gleich wieder rausgenommen, weil sie ja gemerkt hat, ah nee, dann ist sie ja weg. Ja, scheiße. Ja, also hat gleich reagiert. Und ich so, na Mäuschen, kannst du das nochmal machen? Mama würde die dann schon mal wegstellen. Mhm. Das hat sie sogar nochmal gemacht und dann habe ich reagiert und die weggestellt. Dann hat sie natürlich doch noch mehr geweint, weil ja irgendwie jetzt schon die Hälfte der Schokolade weg war. Mhm. Und sie hatte immer noch dieses große Stück Schokolade drin und ich war mir auch irgendwie nicht so sicher, kann sie jetzt? Also mein Gedankengang war... Na, man lässt ja das Kind nicht die ganze, die halbe da Schokolade essen, ne? Und ich brauche das ja auch irgendwie, aber da ist mein alter Gedankengang wieder gewesen. Denn ich so, Mäuschen, aber ich brauche jetzt den Rest der Schokolade auch zurück, weil du kriegst dann Marie, Bauchschmerzen, wenn man also so viel Schokolade isst. Ich bin deine dreijährige Frieda. Ich bin schon lange aus dem ganzen Gelaber. Ich bin schon raus aus der Nummer. Sie hat mir noch zugehört, glaub mir. Ob sie was verstanden also sie hat, mich möchte ich in Frage stellen. Ja, ich glaube auch. Naja, und dann hat sie das so weitergegessen und naja, und dann habe ich gesagt zu ihr, ach, das finde ich jetzt aber irgendwie blöd. Oh Gottchen. Und bin dann auch aufgestanden, dass ich jetzt die Schokolade nicht kriege. Und dann habe ich mich hingestellt und dachte dann, na gut, dann ist es so jetzt, ne? Dann hat sie jetzt die Schokolade. Ich habe jetzt gesagt, dass das irgendwie blöd ist, aber ja, das ist ja jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Aha. Und dann kurz die HörerInnen. Hört ihr diesen Struggle von Marie? Ist das der Wahnsinn, wie du versuchst, also nein, ich bewundere das so live dabei zu sein, wie du versuchst, die Impulse, die du von mir aufgesaugt hast, umzusetzen. Gleichzeitig kommen alte Sachen hoch und du strugglest und wie mache ich das? Und am Ende sitzt da eine kleine Marie, die sagt, naja, das ist jetzt echt blöd gelaufen, Manu, das war doch meine Schokolade. Das ist die Schokolade. Und irgendwie, die große Marie denkt sich wahrscheinlich so, das ist, glaube ich, nicht so geil gelaufen jetzt. Scheiße, Mann, ich habe es doch versucht, ich krieg's nicht hin. Also dieses wirklich Wahnsinn, live dabei zu sein bei diesem Wahnsinn, der da abläuft. Ja, Marie, ich bin stolz auf dich, wirklich, wie du versuchst. Ja. Du bist voll dran, weißt du, das ist das. Ja. Das ist bei mir früher auch so gewesen, als ich angefangen habe vor 15 Jahren, genau das. Und das habe ich ja Gehirngeficke genannt, weil du stehst da. Ja. Und du versuchst und irgendwie, und dann denkst du und dann kommen andere Wörter raus und dann sagst du doch was und denkst du, ah, hätte sowas, dann denkst du wieder was anderes gesagt und scheiße Mann und ach Manno, dann lass ich's halt, nur das geht ja leider auch nicht. Ne? Genau. Ich hatte ja schon die halbe Schokolade, ja, also ich war schon stolz auf mich.
Wobei das größere Stück hatte noch Frieda. Und das ist ja so, hast du ganz am Anfang gesagt, bevor sie die Schokolade genommen hat, die Schokolade bleibt hier liegen oder irgendwie sowas? Oder das... Nee. Das hat noch gar nicht stattgefunden. Es ging eher darum, dass... Das hat noch nicht eingesetzt das gehabt. Und dann hat sie die Schokolade genommen und dann hat sie... Du hast versucht, sie empathisch abzuholen. Du hast sogar 2 Ja's bekommen und dann nahm das Drama seinen Lauf. Denn dann, ich sag dir, was jetzt passiert ist. Und deswegen hat sie Eindruck, ja, nicht das gemacht, ja, was du von ihr wolltest. Das ist ja eine Interpretation. Ich glaube, dass Frieda ganz sehr bemüht war, mitzumachen. Gleichzeitig, glaube ich, wurde sie zu wenig gesehen und gehört und sie hat wieder zu wenig Führung bekommen. Wir sind ja immer noch bei Frieda in der Autonomiephase und auch dies, wir hatten in der letzten Folge schon drüber gesprochen, da ging es eher um die Neins von ihr und hier ist es ja im Grunde genommen erstmal ja Nein von dir und dann sagt sie Nein. Ne? Also wir haben so, ja, diese Richtung gibt es ja auch. Und ich bin mir ganz sicher, dass Frieda im tiefsten Inneren, ich bin mir nicht sicher, ich weiß das, die möchte mitmachen. Nur es war ihr schwer möglich und dann konnte sie, dein Eindruck war, sie hat nicht das gemacht, was du von ihr wolltest. Und jetzt pass auf, Mari, bist du bereit? Ich bin bereit. Für den Game Changer. Ja? Oh, ich freue mich. Also in dem, was du mir erzählt hast, das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, du fängst an mit der Empathieschleife. Ich feiere dich dafür, dass du das geschafft hast. Ja, ich hab gehört, wie du es erzählt hast und die ZuhörerInnen bestimmt auch. Wie du ne, das geschafft hast, das anders zu machen als sonst. Und du kriegst 2 Ja's und dann passiert's. Du machst einen Vorschlag, was ihr machen könnt. Wir sind hier bei einem 3-jährigen Kind in der Autonomiephase. Dann fühle ich mich nicht mehr abgeholt. Ich habe dir zwar vorher 2 Ja's gegeben, aber jetzt bin ich raus. Ja, weil, entschuldige mal bitte, ich entscheide, was ich jetzt mache, ja, als 3-Jährige. Das heißt, meine Idee wäre... Oh, die schmeckt so lecker, ja, und du würdest gerne jetzt die ganze Schokolade essen, ja, und du möchtest, wird da noch tiefer reingehen, du möchtest auch selber entscheiden, wann du die Schokolade isst und dass du die isst und ja, ich würde mir noch mehr Ja's abholen und wieder, wie in der letzten Folge, auf die Autonomie, selber machen, selber entscheiden, du hast die Schokolade, du entscheidest, ja. Mhm. Und dann würde ich sagen, es ist so, Frieda, das ist die Schokolade, die ich für die Riegel brauche, das ist meine Schokolade. Ja, ich brauche die jetzt für die Riegel und du möchtest die essen. Hast du eine Idee, was wir da machen können? Lülü, Werbung Anfang. Auch in meiner Familie knischt es mal, logisch. Ich freue mich dann besonders, wenn wir uns bei einem leckeren Essen gemeinsam austauschen können und in Verbindung kommen. Tatsächlich passiert es hin und wieder, dass ich auch selber mal etwas Köstliches auf den Tisch zaubern möchte. Und da ich neben Genuss vor allem Leichtigkeit sehr schätze, kommen bei mir die Kochboxen von HelloFresh zum Einsatz. Hier kann ich mir eine individuelle Box ganz nach den Bedürfnissen aller Familienmitglieder zusammenstellen und bekomme sowohl die Rezepte als auch frischeste Zutaten direkt zu mir nach Hause. Mein aktueller Favorit sind die Sesamgarnelen mit Teriyaki-Gemüse und Limettenreis. Lecker. Du kennst HelloFresh und möchtest direkt loslegen? Dann kommt hier schon mal der Code für dich, HF-Familie. Und wenn du noch mehr zu HelloFresh erfahren möchtest, kommen hier meine Lieblingsfakten für dich. Bei HelloFresh gibt es jede Woche mehr als 30 abwechslungsreiche Rezepte zur Auswahl. Es handelt sich um ein flexibles Abo, das du jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen kannst. Ich erhalte stets frische, hochwertige Zutaten von zertifizierten und lokalen ErzeugerInnen in einer recycelbaren Verpackung, die nachhaltig geliefert wird. In meiner HelloFresh-Kochbox bekomme ich also zu 100% meine Auswahl und das ohne künstliche Farbstoffe, Aromen oder sonstigen Schnickschnack. Über die App meines Telefons kann ich außerdem super easy bestellen. Du willst auch mehr Leichtigkeit und Genuss im Familienalltag haben? Dann sichere dir mit meinem Code HSFAMILIE bis zu 90 € Rabatt in Deutschland und Österreich, verteilt auf deine ersten 4 Boxen. Und für die erste Box gibt es sogar kostenlosen Versand obendrauf. In der Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken, verteilt auf die ersten 4 Boxen. Der Code ist nur für NeukundInnen einlösbar. Die passenden Links findest du in den Shownotes. Tüdü. Werbung Ende. Und da wird die dich angucken wie ein Auto. Ja. Nur, mir ist wichtig, du hast ja vorher ja ewig dann immer wieder erklärt, dass du die jetzt, ach Mäuschen, ich brauche die jetzt für die Riegel, sonst habe ich zu wenig Schokolade und das ist doch eigentlich und so weiter. Bla 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 bla. Sag einmal, es ist deine Schokolade, Marie. Ja. Du hast sie dir da hingelegt. Also entscheidest du, was mit der Schokolade passiert. Ist die Schokolade für die Riegel. Gleichzeitig hast du die Schokolade jetzt in der Hand und du möchtest die gern essen und möchtest das selber entscheiden. Wir haben 2 Bedürfnisse. Ja. Beides im Prinzip Autonomie. Ja? Du willst über deine Schokolade entscheiden und sie will auch über die Schokolade entscheiden. Wie kommen wir denn da jetzt zusammen?
Ich möchte, dass du das benennst. Das ist deins, das ist meins. Was machen wir jetzt? Und dann guckt sie dich wahrscheinlich an mit so großen Augen. Keine Ahnung, sag du es mir. Und du hast ja natürlich eine Idee, Marie. Ja, nur deine Marie, sag ich schon, deine Idee war so halbseiden. Wir brauchen hier mehr Führung. Würde ich sagen, okay. Ich würde es wiederholen. Du hast Bock jetzt auf die Schokolade. Du willst jetzt entscheiden, dass du die isst. Und ich brauche die Schokolade für die Riegel. Ich hätte eine Idee. Willst du sie hören? Sind die meisten Kinder voll heiß drauf, ne? Ja. Du, was wäre jetzt meine Idee? Du brichst dir ein Stück ab von der Schokolade. Und das isst du. Und der Rest ist für die Riegel. Würde sie wahrscheinlich sagen, nein. Weil sie will ja die ganze Schokolade haben. Genau. Aha, weil sie will Genuss haben. Ja, noch. Das schmeckt ja geil, ne? Schmeckt lecker. Willst du die ganze Schokolade? Das willst du entscheiden. Noch eine Frage, eine Idee, willst du hören? Meine Schokolade, ich entscheide, ich brauche die für die Riegel und du möchtest gern was Leckeres essen, hast du Bock drauf? Hast du eine Idee, was du jetzt für deinen Genuss essen könntest? Ja. Merkst du, ne? Wird langsam gut raus. Ja. Dann würdest du vielleicht überlegen. Würde vielleicht nochmal sagen, nein, ich will die Schokolade essen. Also fangen wir von vorne an. Ich sag wieder, ja, habe ich gehört. Ich habe das gehört. Du willst diese Schokolade jetzt essen und du willst das alleine entscheiden. Gleichzeitig ist das meine Schokolade und ich entscheide, wer das ist und was ich damit mache. Ich brauche diese Schokolade. Also, bist du bereit, dir für dein lecker Essen, lecker Schmecker, was anderes zu überlegen? Und meistens irgendwann kommt dann, oder ich könnte auch sagen, oder hast du noch eine andere Idee? Nur ich bleibe dabei. Und natürlich reißen wir die nicht aus der Hand. Ja? Wir warten. Ja. Sie wird sie dir irgendwann zurückgeben. Wenn die anfangen würde, die Schokolade zu essen, dann würde ich schon meine Hand hinhalten und sagen, stopp, meine Schokolade, ich entscheide. Ich lasse sie in deiner Hand. Du entscheidest, wann du bereit bist, sie abzugeben. Nur für dein lecker Essen finden wir eine andere Lösung. Das ist meine Schokolade. Und das finde ich so wichtig, auch um Kindern auch zu zeigen, ich habe hier eine Grenze. Wenn du irgendwann sagst, naja, ich habe ja noch eine zweite Tafel, dann lutsch halt auf der Tafel drauf rum und meinetwegen ist die ganze Schokolade, ist mir wurscht, Marie, das entscheidest du, ja? Nur ich habe schon den Eindruck, die Schokolade hast du dir jetzt hingelegt und die brauchst du für die Riegel, sonst ist keine Schokolade mehr da, dann kann ich die Riegel nicht machen. Außerdem ist es auch meine Fürsorge, es ist zu viel Schokolade für das Kind jetzt. Ne? Ja. Ja, genau. So, kannst du damit was anfangen? Ja. Also du hast mich hast Frieda abgeholt, aber mich total auch, weil ich dachte, ja, da ist der Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Ah, da war die Abzweigung. Genau, irgendwie bin ich da vorher abgebogen. Erzähl mal, was stand auf dem Schild, wo die Abzweigung war jetzt? Was hast du gelesen, was hast du gehört? Grundsätzlich auch... dass es halt auch meins ist, ne? Dass ich ihr durchaus sagen kann, dass das jetzt meine Schokolade ist, für mich einstehen kann. Ne? Ja. Das ist so das, was ich vorher, würde ich sagen, noch nie gemacht habe, dass ich gesagt habe, so, das ist jetzt aber meins, also so meins und deins auch differenzieren und ihr sagen, nee, das ist jetzt meine Schokolade und ich mache da jetzt was mit, weil ich glaube, ich war auch etwas im Struggeln, weil ich dachte, naja, aber irgendwie, also ich hatte natürlich noch eine Schokolade. Ach so. Also es war halt nicht irgendwie ändern, Marie, weil ich möchte schon, dass es authentisch ist, also dass du mit dir verbunden bist und authentisch sagen kannst, worum es dir geht. Dann ging es dir eher um, dass du verantwortlich bist für ihre Gesundheit. Genau, ja, dafür, das war halt auch so mein Gedanke, weil man sollte ja nicht so viel Schokolade essen, aber andererseits dachte ich auch, hey, also. Genau, ja, ich weiß, dieses Mann, da rutsche ich ja auch rein, sage ich dir, das ist so schwierig. Ich hatte den Gedanken, dass Frieda nicht so viel Schokolade essen soll als Kind, aber im Endeffekt ist es halt, ich dachte halt auch so, naja, aber es ist ja auch irgendwie... Ich habe ja nur zuckerfreies Zeug da, ne? Also ist es eigentlich auch nicht so schlimm. Ja, also geht es noch nicht mal um die körperliche Gesundheit. Ja, aber ich dachte erst, es geht um die körperliche Gesundheit und deswegen habe ich sie ihr weggerissen, weil ich dachte, und dann, also ich war mit mir nicht im Klaren, was jetzt eigentlich der richtige Weg ist, weil ich für mich natürlich gedacht habe, ja, mein erster Gedanke war,
nee, ich kann ja doch nicht die Schokolade geben. Also im Endeffekt ist mir, wie gesagt, eigentlich egal, aber irgendwie war es mir da nicht ja egal, Schokolade, weil ich dachte... Schokolade mit wenig oder keinem Zucker, wenn ich das jetzt so verstanden habe. Genau, ja, da ist gar kein Zucker drin, also die ist nur aus Kakaobohnen. Dann lass uns nochmal zurückspulen und nochmal neu... Also es ist weder... Du hast noch eine zweite Schokolade. Und du wärst auch bereit, diese Schokolade abzugeben, weil für die Riegel hast du noch eine. Ja, ich hatte noch Glück da. Ja, wieso lacht jetzt? Warte, hab ich dich ertappt? Tut mir so leid. Also erstmal ist es auch das nicht die wo eine Grenze jetzt in dem Bereich oder Autonomie ist, meine Schokolade und ich entscheide. Da haken wir ab. Jetzt habe ich für alle ZuhörerInnen, wo es anders wäre, wo nur eine Schokolade da wäre, haben wir ja schon mal ein Beispiel genannt. Dann wäre es der Versuch, okay, ist es deine elterliche Fürsorge, die sich um die körperliche Gesundheit deines Kindes kümmert? Genau. Absoluter Käse in diesem Fall, weil kein Zucker in der Schokolade. So, ja. Marie. Dann sprechen wir nochmal Tacheles. Was ist denn da los, hören Sie mal? Das ist ja dieses Hin- und Hergerissen. Vielleicht ist es tatsächlich deine Klarheit. Was ist hier eigentlich gerade? Es war so viel so, das macht man nicht. Also man nimmt nicht einfach meine Schokolade, das ist wie so eine dreijährige Marie, die sagt, das ist meine Schokolade, die kannst du nicht nehmen. Übrigens brauche ich die auch für die Riegel. Ich habe zwar noch eine andere, aber egal, das interessiert jetzt nicht. Also eine kleine Marie, die da auch so ein bisschen in der Autonomiephase ist. Dann kommt dieses, oh Gott, das Kind hat eine Tafel Schokolade. Das geht nicht, man isst keine Tafel Schokolade. Marie, da ist kein Zucker. Egal, man isst keine Schokolade. Ja, also ich hatte da so einige Konflikte beim Kopf, das zu merken. Offensichtlich, viele Manns, was man sollte und was man nicht sollte und so. Und davon befreien wir dich jetzt mal kurz. Ich möchte, dass du schaffst, mehr in deine Klarheit zu kommen. Wer bin ich hier gerade? Okay, sie hat die Schokolade jetzt. Faktencheck, körperliche Gesundheit, kein Zucker drin, let's fetz. Zweiter Faktencheck, habe ich noch genug Schokolade? Also nehme ich die andere. Und schon, guck mal, weil Frieda hatte erstmal gar keinen Konflikt. Du hattest den Konflikt mit deinem alten Geschisse, mit den ganzen Glaubenssätzen und was man machen sollte und was man es nicht macht. Und oh weia, es ist gar keine Gefahr da. Es ist nur die kleine Marie da, dein inneres Kind, was gelernt hat, das macht man nicht, das macht man so, das macht man so. Und dein Nervensystem schlägt Alarm und du verhältst dich wie eine Furie. Wie eine Furie war es nicht, nur wie so eine bisschen durchgeknallte, die nicht weiß, wo oben und unten ist. Weil dein Nervensystem von früher alarmiert ist. Du übernimmst jetzt die Führung für dich und sagst, bin im Hier und Jetzt. Kurzer Faktencheck. Schokolade, Zucker drin? Nein, kein Zucker drin. Egal. Hab noch eine Schokolade? Alles klar, alles dufte. Du hast jetzt die Schokolade genommen. Du willst die jetzt essen. Du willst das jetzt gerne mal ausprobieren. Moment, Frieda. Weil ich brauche ja meine Schokolade für die Riegel. Ich gucke kurz, ob ich noch eine zweite Schokolade habe. Dass sie das auch sieht. Weil es ist schon deine Schokolade. Klar. Ja, die hast du da hingelegt. Und dann guckst du, zweite Schokolade ist da. Und dann würde ich sagen, weißt du mal, Frieda, das ist meine Schokolade. Ich habe noch eine zweite, also bin ich bereit, sie dir abzugeben. Ja. Den Punkt finde ich schon wichtig, weil es ist deine Schokolade. Ja. Und du entscheidest, was damit passiert. Dass sie hört und ich bin bereit, sie dir abzugeben. Weil wir möchten ja, dass unsere Kinder auch im Laufe ihrer Entwicklung lernen, gegebenenfalls, wenn sie Bock haben zu teilen. Es hätte jetzt auch sein können, Marie, dass du sagst, das ist meine Schokolade und ich möchte gefragt werden. Dass du auch sagst, Frieda, du hast meine Schokolade genommen, nicht weggenommen. Sie hat sie genommen. Weggenommen wäre eine Interpretation. Ja. Das ist meine Schokolade, ich möchte gefragt werden. Ja. Gleichzeitig gucke ich jetzt, ich habe noch eine zweite, ich bin bereit, sie dir abzugeben. Und damit ist für mich das Ding gelutscht. Oder gegessen, im Fall der Schokolade. Ja, im Endeffekt war sie dann auch gegessen. Aber ja. Ja, Marie, meine Liebe, das ist ja hier, ist ja ein Fest mit dir. Du. Das ist ja die zweite Torte, die du mir gebacken hast in der zweiten Folge. Ich freue mich schon auf die nächsten. Wie gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Jetzt frage ich dich nochmal, Marie, zum Abschluss. Was nimmst du jetzt mit? Was stand auf diesem Abzweig drauf, auf diesem Verkehrsschild? Ich glaube, dieser Faktencheck, den finde ich eigentlich super gut. Vorher mir erstmal klar werden, ist es jetzt wirklich so schlimm für mich? Ja. Oder ist es okay? Also, das muss ich vielleicht, vielleicht ist auch gut. Nee, musst du nicht und vielleicht nicht. Du bist herzlich eingeladen. Möchte ich einfach. Was würde dir denn helfen,
da in Zukunft da so reinzukommen in dieses Muster, weißt du? Nur weil wir jetzt drüber gesprochen haben, wird das ja von alleine nicht unbedingt gleich passieren. Was hast du eine Idee, was dir helfen könnte, in so einen Realitätscheck, so einen Faktencheck zu kommen? Wenn du merkst, so alte Muster kommen so raus. Das geht nicht. Nein. Oh, Zucker. Meine Schokolade. Also so grundsätzlich hatte ich mir jetzt vorgenommen, weil ich das auch bei dir gehört habe, mir mal so ein Post-it zu machen. Und ich würde wahrscheinlich Post-its verteilen mit Faktencheck. Einfach, um das nochmal für mich zu visualisieren. Und dann weiß ich, also wenn ich das sehe, weil vielleicht die Situation Wohnzimmer, da passiert sowas öfter. Also da ist eigentlich eine geile Idee, Meister Marie, auf jeden Fall diese Post-its. Also meine Wohnung hing ja früher, die war komplett tapeziert mit Post-its. Ja. Faktencheck. Und dann würde ich mal, dass du dir überlegst, Faktencheck, was ist gerade hier und jetzt? Also frag mal im Faktencheck, was ist hier und jetzt? Und was war früher? Also was ist im Hier und Jetzt in deiner Elternschaft? Okay. Und was kennst du als Kind? Damit du auch checkst, wo kommt gerade dein Struggle her? Ja, und wie kannst du sagen, okay, das ist damals, ich bin im Hier und Jetzt. Jetzt könnten wir noch eine Stunde über innere Kindarbeit reden, das machen wir wann anders. Nur das, da fängt schon an. Und diese Zettel hängst du genau dahin, wo häufig Konflikte vorkommen, wo du sagst, boah, du kannst nicht alle Situationen vorhersehen. Nur wie du sagst, Wohnzimmer ist schon mal so ein Ding, Küche vielleicht. Weiß nicht, vielleicht ist auch deine Unterwäscheschublade ein geeigneter Ort. Nein, also wir haben eine Wohnküche, daher total praktisch beides in einem. Ja. Da läuft das halt. Lass dir eine Tapete herstellen. Und einmal vielleicht Kinderzimmer. Genau, aber ich glaube, das wird... Ich brauche es halt auch nochmal visualisiert. Ja, siehst du. Also das habe ich ganz doll gemerkt. Das ist ja, weswegen ich die Situation... Also ich hatte viel im Kopf, aber war halt wirklich... Das ist wie bei Frieda, die braucht das auch visualisiert. Und du bist ja, und super spannend, ich reiß noch mal kurz das innere Kind-Thema an, du bist ja in diesen Situationen, wo du so strugglest mit der Realität und deinen alten Glaubenssätzen, bist du ja eine kleine Marie. Weil dein Nervensystem ja anspricht. Und dann brauchst du wie eine Frieda Visualisierung. Also, dass du es sehen kannst. Ja. Ich kann es anfassen, ich kann es riechen, ich kann es schmecken, ich kann es spüren. Weißt du? Ja. Dann haben wir das für heute geklärt. Sagt der Kleinmarie ganz liebe Grüße von mir. Wir würden uns sicherlich nochmal widersprechen in den nächsten Folgen. Wahrscheinlich. Und ich freue mich auf das, was du in unserer nächsten Folge mitbringst. Es ist ja für mich dann auch immer kurz eine Überraschung. Ja, also ich fülle meinen Koffer, ich packe meinen Koffer weiterhin mit Situationen und Frieda hilft mir. Und genau, ich bedanke mich mal wieder für deinen Input, den ich von dir kriege. Sehr gerne, Marie. Ich danke dir fürs Mitmachen. Und dann würde ich sagen, bis nächstes Mal. Genau. Ciao. Tschüss. Und das war sie, die zweite Podcast-Folge mit Mama Marie. Ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten Austausch und hoffe, dass auch du dir einige Impulse für deinen Familienalltag mitnehmen konntest. Und hier nochmal ganz kurz für dich als Reminder. Mein Webinar, wer nicht hören will, braucht Einfühlung, ist für 0 Euro am Start und du kannst dich ab jetzt für deinen Wunschtermin anmelden. Für mehr Kooperation in deinem Familienalltag schnappst du dir noch mein passendes E-Book für 0 Euro und für noch mehr Impulse holst du dir mein 5-tägiges Online-Programm aus Nein mach Ja, was tun, wenn mein Kind Nein sagt, zum absoluten Knüllerpreis von 47 Euro statt 127 Euro. Alle Termine und Links findest du wie immer in den Shownotes oder du gehst auf kw-herzenssache.de. Das war Familie verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht. Mein Name ist Kathi Weber. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, Gründerin der Kathi Weber Herzenssache, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Bestsellerautorin und last but not least zweifache Mama. Mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede, lebe ich es auch. Lass uns verstehen, was wir selbst und unsere Kinder brauchen. Lass uns Konflikte miteinander statt gegeneinander lösen. Lass uns Empathie leben. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.